Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute filzen wir das erste Mal. Also, was heißt das erste Mal? Ich habe ja schon gefilzt, aber bisher nur so Kleinigkeiten. Zum Beispiel die Haare von Amigurumi-Figuren. Und heute möchte ich gerne das erste Mal richtige Tierchen filzen. Dafür habe ich mir was gekauft. Ja, okay, ich habe schon vor 2 Jahren gekauft, aber ich komme erst jetzt dazu. Und zwar das hier. Das ist ein Set, mit dem man niedliche kleine Kätzchen filzen kann. Und ja, das Ganze hat genau ein Haken. Es stammt nämlich aus dem Japan Center in London und genau, die gesamte Anleitung, das ganze Ding ist auch auf Japanisch. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damals dabei gedacht habe. Wahrscheinlich fand ich es einfach so süß, dass ich mir gedacht habe, egal, ich kaufe es trotzdem. Aber ja, das soll mich hoffentlich nicht hindern. Ich finde, wir versuchen das heute einfach mal. Also viel Spaß bei dem Video. So, das hier ist die Verpackung und wir schauen jetzt erst einmal, was da eigentlich so drin ist. Wir haben also ausgekämmte Filzwolle, ich glaube Creme ist das, ist kein reines Weiß, in so einem Vanilleton, dann Filzstücke, auch in einem Cremeton, in einem Rotbraun und in einem hellen Braunton. Ein bisschen schwarzes Garn, Blümchenapplikation, Sicherheitsaugen und 2 Filznadeln. Leider ohne Griff, aber ich habe ja noch einen. Und 2 Anleitungen, Texte, Blätter. Schauen wir uns die Anleitung mal genauer an. Hier verstehe ich schon mal kein einziges Wort. Hinten zeigt es, glaube ich, alle Elemente einfach nur an, was drauf ist. Ich habe keine Ahnung, hiermit kann ich schon mal überhaupt nichts anfangen. Aber wir haben ja noch ein zweites. Sagt mir auch nicht viel. Da weiß ich auch nichts. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, wie soll ich das schaffen? Hier ist so ein Bärchen drauf. Aber wir haben kein Bärchen, wir haben eine Katze. Okay, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Zuerst nehmen wir jetzt diese Filznadel und verankern diese in den Filznadelgriff, den ich noch habe. So, jetzt habe ich alles getan, was ich weiß. Dann, wir beginnen mit der hier. Ich würde behaupten, ein bisschen muss ich mir abmachen, weil ich für den Schwanz noch was brauche. Ich fange erst mal mit dem Körper an. Das ist rein nachgefühlt. Ich habe keine Ahnung, was auf der Anleitung steht. Das packe ich weg. Und dann nehme ich mir das hier jetzt. Und ich versuche das so ein bisschen in die Form zu bringen, die die Katze haben soll. Also ich rolle das jetzt einfach mal ein. Fertig. Okay, ich versuche das jetzt einfach zu filzen und hoffe, dass es in die Form kommt, wie es sein soll. Aber es ist krass, diese Filzwolle ziemlich fest. Ich komme gar nicht so einfach durch mit der Filznadel. Es wird noch eine ganze Weile so gehen, befürchte ich. Obwohl, hey, hier, meine Katze, fertig. Wie findet ihr sie? So, ich habe jetzt etwa 20 Minuten auf das Dings hier eingestochen und es sieht jetzt so aus. Von der Form würde ich meinen, es ist langsam besser, aber irgendwie sieht das Originale leider nicht so fusselig aus. Aber es gibt bei den Materialien noch ein Teilchen, von dem ich keine Ahnung habe, wofür es ist. Es ist das hier. Vielleicht muss ich also das Knäuelchen hiermit einkleiden. Das versuche ich jetzt jedenfalls. Da es 2 Katzen werden müssen, teile ich das einfach mal in der Mitte. So, das eine lege ich weg für später. Und okay, ich befürchte, hier muss ich auch noch ein bisschen übrig behalten, weil die Katze ja ein Schwänzchen hat. Daher schneide ich hier nochmal was ab. So muss es bestimmt gar nicht gemacht werden. Und jetzt würde ich versuchen, das hier hierin einzuschlagen. Das ist wieder ein großes Bällchen. Und jetzt würde ich behaupten, ich versuche es nochmal fest zu filzen. Mal sehen, ob es denn mehr so aussieht wie das Original. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ich frage mich, ob das wirklich das ist, was ich machen muss. Ich glaube es ja nicht. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was in der Anleitung steht, ja? Da sind keine Bilder drin, die mich irgendwie weiterbringen. Ich gehe jetzt lediglich nach dem Bild von dem Endprodukt und überlege, was ich tun muss, damit es so aussieht. Sieht nicht so glatt aus wie das Originale. Vielleicht hätte ich da jetzt gar nicht mehr einstechen dürfen, wenn die Schicht drumherum ist. Weiß es nicht.
Vielleicht mache ich das auch einfach zu doll und ich filze das ganze Ding tot. An alle Leute da draußen, die filzen können und die vor allen Dingen auch Figürchen filzen können, es tut mir so, so leid. Ihr bekommt wahrscheinlich gerade alle einen halben Herzinfarkt. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung davon, wie das geht. Ich versuche das jetzt hier vorne ein bisschen flach zu filzen, weil hier das Gesicht hin soll später. Sieht nicht so glatt aus wie das Original, verdammt. Was mache ich hier eigentlich? Das ist bestimmt der völlig falsche Weg. So, das muss genügen. Besser bekomme ich es nicht hin. Dann würde ich meinen, widmen wir uns mal dem Schwänzchen. Dafür benutze ich jetzt den Rest Märchenwolle und ich versuche ihn jetzt ein bisschen zusammenzufilzen. So, ich hoffe, das reicht soweit. Ich hole mir jetzt mein Filzstück. So, ich hoffe, das ist nicht zu klein. Ich versuche es mal ein bisschen größer zu ziehen. Oh mein Gott, wahrscheinlich mache ich es gerade kaputt. Und das versuche ich jetzt damit einzukleiden. Okay, ich habe das Gefühl, der Schwanz ist viel zu lang hier im Vergleich. Guck mal, wie groß nur der Körper ist, wie lang aber der Schwanz ist. Kann ich das nochmal einklappen? Wird es aber viel zu dick, ne? Vielleicht kann ich nachher unten was abschneiden. Mal schauen, wir machen erstmal weiter. Ha! Ha! Oh, ein Daumen! Aua! 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 So, laut dem Bild müsste es ja so dran sein. Moment. Okay. Ich schneide jetzt was ab. Okay. Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht. Ich versuche so ein bisschen schon mal in diese Position zu filzen. Ob das so bleibt? So. Also, ich habe diese beiden Teile. So rum sollte es sein. Aber da gehören ja noch ein paar Flecken drauf. Das versuchen wir jetzt. Okay, ich versuche mir die Sachen jetzt rauszusuchen, die einfacher sind und beginne damit. Das Kätzchen hat eine kleine braune Schwanzspitze. Daher schneide ich mir jetzt dafür was raus. Und noch ein kleiner brauner Fleck. Und noch ein weiterer brauner Fleck. Bisschen größer. Und diese Flecken versuche ich jetzt darauf unterzubekommen. Ich beginne mit dem hier. Oh, das ist größer als erwartet. Also das Kätzchen hat hier drüben einen so einen Fleck. Vielleicht muss ich drumherum noch ein bisschen einstechen, damit das nicht weiter innen liegt. Es wird nur immer schlimmer gefühlt. Dann fange auch hier mit der einfachen Sache an. Meiner Meinung nach einfachen Sache. Und zwar den Fleck auf dem Schwanz. Dafür benutze ich jetzt aber lieber wieder die Filzunterlage. Der Schwanz ist so dünn und ich will mich nicht wieder stechen. Ah, es kam durch. Jetzt ist der Schwanz ein bisschen dunkelbraun auf der anderen Seite. Die Katze hat sich angeschmiert. An Schokolade. Oder an ihrem Häufchen. So, dann jetzt die Schwanzspitze. Ich habe bei meinen Filzblättern ja noch ein paar andere Farben und das Kätzchen hat auch noch ein paar Flecken in anderen Farben. Wir beginnen jetzt mit dem kleinen Fleck, auch auf dem Schwänzchen, aber an einer anderen Stelle auf der anderen Seite. So. Und auch hier ein paar Rückstände auf der anderen Seite. Da hing das Kätzchen wohl in Karamellsoße. Upsala. Nein, meine Nadel. Dann hat das Kätzchen hier kurz über dem Auge so einen Fleck und ich merke gerade, es ist viel zu groß. Ja, ich denke so in etwa von der Größe her. Und jetzt versuchen wir das Schwänzchen hier anzufilzen. Soll ich denn das festhalten, ohne mich zu stechen dabei? Ziehen, um zu gucken, ob es fest ist. Es wirkt fest, es wirkt fest. Dann kommen da noch Öhrchen dran. Davon habe ich ja noch einen Rest übrig und ich schneide es jetzt gerade. So, wie falte ich denn so ein Öhrchen? So, so ein großes Öhrchen. Ich habe keine Ahnung. Okay,
Ich beginne so, ich klappe es erstmal einmal zusammen. Ich versuche es einfach währenddessen zu formen. Okay, ich befürchte, es war doch ein bisschen viel. Das schneiden wir jetzt ab. Mal gucken. Es ist halt riesig. Es ist riesig. Oh mein Gott. Es ist immer noch groß. Okay, das passt jetzt von der Größe hoffentlich. Jetzt versuche ich noch das zweite Öhrchen in der anderen Farbe. Boah, okay, die Farbe sieht man auf meiner Unterlage kaum. Mal kurz fühlen, ob die etwa gleich dick sind. Nein, sind sie nicht. Na, wo ist die Schere? Wo ist die Schere? Okay, es muss an den Seiten noch ein bisschen kleiner werden. Okay, ich bilde mir ein, die sind etwa gleich groß. Ich habe also dieses unförmige Mauskätzchen und ein, zwei Ohren. Und die müssen jetzt irgendwie hier oben dran kommen. Das ist schneller fest, als man denkt, muss ich sagen. Aber bei dem ganzen Reinstechen wird es sehr, sehr schnell unförmig irgendwie wieder. Okay. Und versuchen wir noch das zweite Öhrchen ranzukriegen. Es sieht mehr wie ein Mäuschen aus, nicht wie eine Katze. Und das eine Ohr ist doch viel dicker als das andere. Mann! Nein, die sind gleich dick. Die sind gleich dick. Ich sehe keinen Unterschied. Und dann folgen als nächstes die Augen. Ich habe ja noch die beiden Stifte hier. Und die müssen jetzt irgendwie hier rein. Okay, da muss ein Loch hin. Ich versuche mal mit der Filznadel ein Loch zu machen. Oha. Nein, es reicht nicht. Okay, ich glaube, ich muss das Loch reinschneiden. Ich habe mir jetzt eine Nagelschere besorgt und die Nagelschere ist spitzer. Vielleicht schaffe ich das so, vielleicht muss ich gar nicht schneiden. Okay. Es ist drin. Jetzt das zweite. Es muss natürlich auf gleicher Höhe jetzt irgendwie. Okay, oh, es hat geklappt. Aber die sind ja locker. Deswegen werde ich die jetzt einfach ankleben. Wir holen Auge Nummer 1 nochmal raus und kleben das hier jetzt rein. Und das machen wir mit dem anderen Auge genauso. Sitzt. Es muss natürlich trocknen noch. Dann fehlen noch Mund- und Schnurrhaare. Dafür habe ich ja diesen Faden hier. Und ich glaube, den muss ich richtig annehmen. Jedenfalls sieht es auf dem Bild genäht aus. Wir fangen hier hinten an. Gut, das ist nicht die richtige Position. Das macht man doch mal rückgängig. Okay. So, den Faden schneide ich jetzt einfach ab. Huch! Fast fertig. So, die Blumen liegen da. Und damit ich das gut aufkleben kann, nehme ich nochmal meinen Bastelkleber. Oh Gott, die Blume ist unglaublich groß. Jetzt wird mir bewusst, dass mein Kätzchen wahrscheinlich ein bisschen zu klein geraten ist. Da sind nur Blumen, da ist kein Gesicht mehr. Da sind nur Blumen. Okay. Und das war jetzt genug Aufregung. Ein Kätzchen reicht. Das andere, das mache ich später irgendwann. Und ich habe es vollbracht. Fertig ist das kleine Kätzchen. Oder das Mäuschen. Oder der Hamster. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, wonach es aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wenn ja, ich würde mich ganz über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und hey, abonniert doch auch meinen Kanal, dann verpasst ihr zukünftig keine Videos von mir. Und ich freue mich dann noch mehr. Und wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, hier und da verlinke ich euch noch zwei weitere Videos. Und ansonsten würde ich meinen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.